Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 24. November 2020. Mit diesen Themen: Neuerungen im Erpressungsfall Berse, Corona-Testmüdigkeit in der Schweiz, zweiter Kandidat für das Amt des Bundesanwalts bekannt, dann die auf gestern angesetzte Bischofswahl eines Bischofs von Chur ist geplatzt. Eine wilde Geschichte zwischen Graubünden und Rom. Joe Biden trifft Personalentscheide. Interessant, was sich da abzeichnet, auch erwartbar. Und Donald Trump, das mutmaßliche Ungeheuer von Washington, ist nicht ganz so ungeheuerlich, wie die Medien seit zwei Wochen unablässig schreiben, uns einzuhämmern versuchen. Er ist nun doch bereit, die Regierungsgeschäfte an seinen mutmaßlichen Nachfolger zu übergeben. Es kommt vielleicht doch noch gut, der Weltuntergang kann abgewendet werden. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu soll sich heimlich mit Kronprinz Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien getroffen haben. Auch das eine relevante Bewegung, auf die wir zu sprechen kommen sollten. Jetzt aber Erpressungsfall Berse. Eine ganz interessante Geschichte, auch deshalb, weil viele Medien versuchen, das klein zu kochen. Was ich nicht verstehe, abenteuerlich, wie da zum Teil argumentiert wird, völlig absurd, meine Damen und Herren. Wenn ein Bundesrat erpresst wird, dann ist das immer eine heikle Angelegenheit. Selbstverständlich, natürlich ist der Bundesrat in so einem Fall immer Opfer einer versuchten kriminellen Handlung, nämlich einer Erpressung, klar, selbstverständlich. Aber es steht eben auch die Frage im Raum, ob sich der betreffende Bundesrat durch sein Verhalten erpressbar gemacht hat. Und das ist in diesem Fall nicht so leicht vom Tisch zu wischen. Denn wir wissen, dass Bundesrat Berse versucht hat, während dreier Wochen auf die Person einzuwirken, die ihn erpresst hat. Es stimmt also nicht, was Ständerat Garoni erzählt, dass Berse sofort mit einer Strafanzeige das abgeschmettert hat. Zweitens, Bundesrat Berse drängte darauf, gemäß Strafbefehl, dass die Sache geheim gehalten wird. Und die Bundesanwaltschaft unterstreicht noch, dass es ein Geheimhaltungsinteresse gebe, in Bezug auf die berufliche Tätigkeit von Bundesrat Berse. Wie ist das zu verstehen? Das ist so zu verstehen, wie man es eben verstehen muss, dass wenn diese Materialien, die gelöscht wurden, herauskämen, dann könnte Bundesrat Berse gemäß Bundesanwaltschaft sein Amt als Bundesrat nicht mehr richtig ausführen. Und jetzt kommt der dritte Punkt dazu. Berses Leute sagen, das alles ist nichts. Es ist harmlos. Es ist beeindruckend harmlos. Ja, wenn es so harmlos ist, dann macht es doch einfach öffentlich. Wo ist das Problem? Dann ist es ja nichts. Dann war das vermutlich der erfolgloseste Erpressungsversuch in der Kriminalgeschichte seit der Erfindung der Erpressung. Man muss hier einfach immer etwas genau hinschauen. Wenn jemand eine andere Person erpresst, zu erpressen versucht, und sie hat überhaupt nichts in der Hand, ja gut, dann ist die Sache banal. Da muss man vermutlich auch nicht die Bundeskriminalpolizei und die Bundesanwaltschaft in Gang setzen, um dann mit einer Art Rollkommando diese so nichtigen Unterlagen zu löschen. Ich meine, dann reicht es vermutlich, wenn man den örtlichen Polizeiposten verständigt oder gar nichts macht und sagt, ja gut, dann veröffentlichst du halt dieses Zeug, was völlig unwichtig ist, und man sagt es dann trotzdem dem Dorfpolizisten, er soll vielleicht dieser Person einmal sagen, sie solle jetzt mit diesem Stalking aufhören. Also so banal, wie das jetzt hingestellt wird, ist der Fall nicht. Es gibt legitime Fragen und diesen Fragen muss man nachgehen. Natürlich, jetzt sagen natürlich viele, weil sie keine besseren Argumente haben, das kommt von der Weltwoche. Und die Weltwoche, das ist ja SVP, weil der Chef der Weltwoche sitzt für die SVP im Nationalrat. Okay, gut, ich bin froh und glücklich, dass nicht bessere, schlagkräftigere Argumente gefunden werden, dass man einfach auf den Absender einprügelt. Das zeigt einen gewissen Grad an Verzweiflung bei jenen, die die Geschichte nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber ich halte hier auch fest, es stimmt, ich bin für eine Partei, für die SVP im Nationalrat, aber die Weltwoche ist die einzige Zeitung der Schweiz, die bisher einen Bundesratskandidaten der SVP kurz vor seiner sicheren Wahl durch eine Recherche zum Rücktritt gezwungen hat. Und der verantwortliche Chefredaktor damals war ich. Also wenn ich jetzt nun also ein derart parteigebundener Mensch wäre,
ferngesteuert von irgendwelchen politischen Zentralen, quasi nibelungentreu kodiert auf die SVP, dann hätte ich wohl diese Geschichte damals nicht veröffentlicht, die der SVP massive Probleme gebracht. Es ist auch bekannt, dass die Weltwoche alle Parteien kritisiert. Das ist auch kein Widerspruch zu einem politischen Engagement. Zum Glück nicht in der Schweiz, wo eben unser Milizsystem diese Chance bietet. Also diese Argumente, ja, die hört man immer wieder, aber sie sind auch Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit. Offensichtlich sind keine besseren Argumente da. Also wenn wir jetzt den Fall Berse untersuchen, dann deshalb, weil es eben eine sachliche Grundlage gibt und weil Herr Berse selber das größte Interesse hat, diesen Fall aufzuklären. Es bringt nichts, wenn jedes Mal, wenn er im Fernsehen seinen jüngsten Corona-Maßnahmen erklärt, immer eine Art dunkle Wolke des Zweifels über ihm hängt. Dann ist er auch nur beschränkt handlungsfähig, nur beschränkt glaubwürdig. Deshalb muss man diese Sache aufklären. Und deshalb reicht es auch nicht, wenn er da seinen Anwalt oder seinen Sprecher, den Herrn Lauener, vorschickt, die uns treuherzig versichern, dass das Ganze nichts ist, aber gar nichts, weniger als nichts. Nicht nur harmlos, sondern beeindruckend harmlos, überharmlos, superharmlos. Ja, wenn es superharmlos ist, dann muss man es nicht löschen, dann kann man es veröffentlichen, dann muss man nicht 3 Wochen auf eine Person einwirken, dann gibt es auch keine relevanten Geheimhaltungsinteressen und dann ist auch das berufliche Interesse von Herrn Berse nicht tangiert. Also, meine Damen und Herren, hier scherbelt einfach etwas gewaltig und was ich bemerkenswert finde, ist jetzt, wie die Medien auf diesen Fall reagieren. Unterschiedlich, also sind nicht alle gleich. Also die, die es am meisten verwedeln und vernebeln, das ist das linke Portal Watson. Vermutlich sind die auch massiv auf Subventionen aus Bern angewiesen. Die bringen jetzt die Bilder von Berse, wie er da vor dem UNO-Hauptquartier am Boden sitzt. Also das ist quasi ihr Rockstar, ihr Halbgott. Da darf gar nichts auf ihn kommen. Die verweigern jetzt einfach die Berichterstattung über diesen Fall, was sie natürlich nie machen würden. Wenn ich irgendein falsches Adjektiv während einer Wahlkampfveranstaltung sage, dann haben sie 3 Tage Berichterstattung auf Watson. Aber wenn ein Bundesrat erpresst wird, Daten und Akten gelöscht werden, wenn ein Rollkommando der Bundeskriminalpolizei ausrückt, wenn die Bundesanwaltschaft ausrückt, dann ist das für diese Watson-Kollegen überhaupt kein Thema, weil eben es darf kein Stäubchen auf ihr Idol Berse fallen. Schweizer Fernsehen auch in einer Blockadehaltung etwas zerknirscht. Sie mussten es zum Teil aufgreifen, haben es dann aber zeitlich quasi auf die Kurzfutter-Dimension eingestampft und eingedampft. Und allen voran ist Sandro Brotz, der Arena-Moderator, der eigentlich ein bisschen neutral sein müsste. Er schwingt sich jetzt auf zum Oberschiedsrichter des Journalismus. Gut, man muss ihn zugutehalten, auch in einigen Tweets sagt er, er habe es auch nicht stolz auf alles, was er in seiner Boulevard-Vergangenheit publiziert hat. Das spricht für ihn, dass er hier auch Selbstkritik anwendet. Lieber Sandro, kein Journalist ist unfehlbar. Da nehme ich mich auch nicht aus. Und auch die Weltwoche ist schon kritisiert worden. Wir hatten auch schon unsere Probleme mit Artikeln, keine Frage. Aber hier jetzt einfach sich hinzustellen und quasi etwas oberlehrerhaft zu sagen, ja, das sind überhaupt keine Themen, das sind einfach nur Spekulationen, das wird der Sache nicht gerecht. Und das zeigt eben auch, dass wir in der Schweiz das Problem haben, dass der wichtigste Medienträger unseres Landes, der mit der größten Einschaltquote, mit der größten Verbreitung, nämlich das Schweizer Fernsehen, einfach auf Bundesratskurs ist und sehr, sehr unkritisch. Ich habe das ja mit Blick auf Sandro Brotz schon öfters dargestellt. Schauen Sie sich mal seine Interviews mit Bundesräten an. Das sind fast schon, ja, was sind das? Huldigungen? Das sind Beweihräucherungen. Und da tritt er dann ganz anders auf, wenn er Leute, die ihm nicht so sehr gefallen, meistens etwas aus dem, ich sage es jetzt mal, SVP-Stallgeruch Spektrum, da wird dann der gleiche Herr Brotz, der zuckerweich und wachsweich und honigsüß da mit den Bundesräten flirtet, wird dann plötzlich zum knallharten Vollstrecker. Ist ja auch okay, man soll ja auch da die SVP kritisch anschauen, aber er ist jetzt für mich nicht unbedingt das Eichmaß der journalistischen Neutralität und Geradlinigkeit, der geschätzte Kollege Sandro Brotz hier. Also eben, der schwingt sich jetzt hier als wirklich fast Haupt, als Bodyguard eigentlich von Bundesrat Berse, legt er sich da in Szene. Ringier natürlich auch, bei den Ringier-Medien
hört man hinter den Kulissen sehr viel Kritisches über Berse, auch sehr viel abenteuerliche Geschichten. Ich habe auch gehört, dass Ringier diese Geschichte, diesen Strafbefehl auch gekannt haben soll, aber sie schreckten dann zurück, das zu bringen. Das kann ich nicht bestätigen. Das sind jetzt einfach Erzählungen, die man so hört. Wäre interessant zu erfahren, ob es stimmt. Und Ringier ist natürlich auch da im Banne, bezirzt, bezaubert von Alain Berse, dem Virengeneral und Corona-Spezialisten, der auch schon die Redaktion übernommen hat. Ich glaube, sie haben ihn schon eingeladen, damit er Zeitungen und Schweizer Illustrierten macht. Er ist natürlich ein Popstar für Ringier und deshalb tut sich eben auch Ringier schwer, hier mit etwas journalistischer Distanz zu Werk zu gehen. Das sind aber nicht alle. Es gibt dann schon kritische Töne. Wayne Gattrer habe ich angesprochen, gestern auch im welschen Radio RTS, muss man zugutehalten, das RTS ist viel kritischer als die deutsche SRF-Belegschaft, die welschen hier, Roman-Kollegen, muss ich sagen, machen einen sehr guten Job. Und auch der Tagesanzeiger, die Sonntagszeitung, kritisch. Die Sonntagszeitung hat von einer Affäre, also von einer Liebesaffäre gesprochen, die hier zugedeckt werde. Und Thomas Knellwolf im Tagesanzeiger hat öffentlich gemacht, dass Berse den Gesamtbundesrat nicht informiert habe, weil er die Erpressung als Privatursache beurteilt habe, was Lukas Hessig wiederum im Inside Paradeplatzportal zur Frage veranlasste, und zwar zur richtigen Frage veranlasste. Ja, wenn es nur eine Privatsache ist, warum hat dann Berse nicht beim nächsten Polizeiposten Anzeige erstattet, sondern die Bundesanwaltschaft und die Bundeskriminalpolizei mit einem Rollkommando, ich muss es jetzt etwas drastisch ausdrücken, mit einem Rollkommando in Gang gesetzt. Also wenn es gar nichts ist, finde ich dann auch die Anwendung solcher Mittel ziemlich übertrieben. Ich meine, wenn es nichts ist, muss man nicht so massiv einfahren. Übrigens auch Ständerat Caroni, hier wieder FDP, mit einem weiteren Statement, ziemlich neben den Schuhen. Er sagte, ganz gut sei, dass sich Bundesrat Berse auf die Bundesanwaltschaft verlassen könne, dass sie seine Privatsphäre schütze. Dadurch mache er sich weniger leicht erpressbar. Also meine Damen und Herren, was ist denn das für ein Satz? Also wenn sich ein Bundesrat erpressbar macht in seinem Privatleben, ist es doch nicht die Aufgabe der Bundesanwaltschaft, das Ganze zuzudecken. Sie müsste es aufdecken. Sind es das Prätorianergarden, Schutzbehörden, neben Bodyguards für Bundesräte, so eine Art Reinigungsequipe, die quasi hinter den Bundesräten herhöseln, sagen wir in der Schweiz, hinterherhecheln quasi, um dann alle möglichen Verfehlungen wegzudesinfizieren, wegzuretuschieren. Wo sind wir denn eigentlich? Also dieses Staatsverständnis, dass sich die Behörden gegenseitig hier decken, finde ich also ziemlich bemerkenswert hier bei Ständerat Caroni. Und Lukas Hessig hat recht, wenn alles so nichts ist, ja, dann hätte er einfach auf einen Polizeiposten gehen können. Auch der Kommentar von NZZ-Inlandschefin Christina Neuhaus, sie ist neu, ist nicht ganz harmlos. Ich zitiere, worauf die Öffentlichkeit ein Recht hat, ist die Beantwortung der Frage, ob sich Bundesrat Berse erpressbar gemacht habe. Ein erpressbarer Bundesrat sollte kein Bundesrat mehr sein. Punkt, Zitat, Ende. Ja, da hat sie recht, da stehen. Und diese Frage steht im Raum und da können jetzt Legionen von wohlmeinenden Watson-Groupies und Berse-Fans aus den Reaktionen aufmarschieren. Diese Frage bleibt im Raum und es ist im Interesse und zuvorderst im Interesse von Alain Berse selber, dass hier kein Zweifel an seiner Integrität besteht. Und verstehen Sie mich richtig, ich bin kein Moralist, der jetzt hier quasi amerikanische Verhältnisse in die Schweiz einfliegen lassen will, wonach dann jeder Bundesrat, der einmal in seiner Jugend gekifft hat oder keine Ahnung, irgendein Problem gehabt hat, dass man das an die ganz große Glocke hängen soll. Sicher nicht. Ich bin gegen diesen Moralismus, ich bin gegen dieses Frömmlertum in der Politik und diese Pseudo-Geschichten. Aber hier stehen jetzt einfach ernsthafte Fragen nach einer möglichen Erpressbarkeit im Raum. Das sagt nicht die Weltwoche, das steht im Strafbefehl. Berse selber drängt auf Geheimhaltung und die Bundesanwaltschaft unterstreicht in diesem Strafbefehl, dass das berufliche Interesse tangiert sei. Und wenn das nicht mehr reicht, um Fragen an einen Bundesrat zu richten, dann haben die Journalisten einfach den Beruf verfehlt, dann haben sie vergessen, was sie eigentlich tun sollten, dann sind sie Teil einer politischen Bewegung oder Teil eines politischen Establishments oder wie Sie immer das nennen möchten und dann schauen Sie einfach nicht hin, wenn es Ihre eigenen Leute betrifft. Dann sind Sie selber gefangen von dem, was Sie immer bei anderen kritisieren, nämlich von einer parteipolitischen Optik, sind Sie dann quasi
geblendet und können hier die Wirklichkeit nicht mehr in den Blick nehmen. Also das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Im Übrigen, wenn es stimmt, was der Tagesanzeiger sagt, dass das Ganze eine Affäre ist, dass es sich bei dieser Person zwangsläufig um eine Frau handelt, ja, dann stellt sich auch die ganze Frage von MeToo. Ich meine, wir bekommen als Parlamentarier im Bundeshaus Flirtleitfäden durch die Bundeskanzlei überreicht. Ich habe mich mal lustig gemacht über dieses Ding vor ein paar Monaten. Tatsächlich, oder? Was ist Flirten? Ist Ausdruck einer freundlichen Bestimmung und sexuelle Belästigung ist negativ und so weiter. Also völlig absurdes Zeug wird einem da als Verhaltensleitfaden durch die Bundeskanzlei, durch die Bundesverwaltung überreicht als Parlamentarier. Und gleichzeitig haben wir Bundesräte, die mit der Bundeskriminalpolizei und mit der Bundesanwaltschaft mögliche Privataffären bereinigen müssen. Das geht einfach hinten und vorne nicht auf. Also diese Frage, die ja vor allem jetzt von den linken Parteien durch MeToo noch eingespielt wurde, müsste ja diese linken Journalisten erst recht hellhörig machen. Aber wenn es eben die eigenen Leute betrifft, dann finden sie offenbar diese MeToo-Problematik nicht mehr so gravierend. Und die Doppelmoral hier ist wirklich auffällig. Ich meine, in anderen Fällen haben sie zum Teil Statements von Frauen genommen, völlig unbewiesen, die wurden an die ganz große Glocke gehängt, obwohl das Ganze einfach mal Aussage gegen Aussage stand. Da konnten dann diese linken Portale nicht genug schreiben und berichten. Aber jetzt, wo möglicherweise ein ähnlich gelagerter Fall sich im Umfeld eines von ihnen geschätzten Politikers abspielt, da werden alle Storen runtergelassen, da wird geblockt, da wird abgewehrt, da wird nicht hingeschaut. Und ich sage das nochmals vor dem Hintergrund, wir wissen nicht, was genau der Gegenstand dieses gelöschten Materials ist, wir wissen nicht, was da genau der Inhalt dieser Erpressung ist. Und es ist möglich, dass sich da alles in Minne auflöst, wunderbar, und wenn es so nichtig ist, wie Herr Berse sagt, dann noch besser, aber dann muss er diese Sachen öffentlich machen, dann hat er die Sache vom Tisch. Wenn er es nicht macht, wenn er schweigt, wenn er sich hinter den Anwälten versteckt, dann wird dieses Thema nicht verschwinden. Tagesanzeiger, also hier durchaus kritisch. Thomas Knellwolf, interessant, der Rechercheur schreibt, dass Berse den Bundesrat nicht informiert habe über diese Erpressung und dass er zu lange versucht habe, also Berse, auf die Frau einzuwirken. Also auch Thomas Knellwolf im Tagesanzeiger recht kritisch. Er glaubt auch zu wissen, dass es sich bei dieser Person um jemanden außerhalb der Bundesverwaltung handle. Privat sei nur die Vorgeschichte, schreibt Knellwolf, nicht aber der Erpressungsversuch. Ich teile diese Auffassung. Dann aber Gregor Poletti in der gleichen Mediengruppe versucht das Ganze wieder zu relativieren und schreibt, auch andere Bundesräte und selbst Nationalräte seien Gegenstand von Erpressungsversuchen. Klar, man möchte das nicht an die große Glocke hängen, aber noch einmal, um das geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir einen ernsthaften Verdacht auf Erpressbarkeit haben. Christina Neuhaus bringt es auf den Punkt. Das ist die Frage. Die muss man klären und wenn sie geklärt ist, wunderbar, in der einen oder in der anderen Richtung. Okay, in der Schweiz, wir kommen zu den Corona-Tests. In der Schweiz werde im internationalen Vergleich deutlich zu wenig getestet, wird heute in den Medien moniert. Nun will man die Bevölkerung mit neuen Anreizen zum Mitmachen animieren. Anteil der positiven Testresultate immer noch auf 20%. Die Tests müssten attraktiver werden. Die Quarantäne bei negativen Ergebnissen sei abzukürzen. Betroffene sollen vollen Lohn und nicht Erwerbsersatz erhalten. Ansonsten würden viele Familien und Freunde vor den Konsequenzen einer Quarantäne verschont bleiben wollen. Auch die Kantone stellen eine gewisse Testmüdigkeit fest. Das kann ich verstehen. Tests sind eigentlich eine gute Sache. Man hat dann Übersicht, man kann genauer überwachen, wo die Pandemie ausbricht, aber auch diese Tests werden nie, wir haben keine chinesischen Verhältnisse, werden nie diese Sicherheit vermitteln, die man sich von ihnen verspricht. Das Wichtigste ist einfach, dass man die elementaren Hygieneregeln einhält.
desinfizieren, Abstand halten, Gesichtsmasken tragen. Ich bin kein Gegner der Maske, ich bin einfach ein Gegner dieser Befehlsmasken, dieser Maskenbefehle und dieser Maskenbußen. Ich bin ein Verfechter der Eigenverantwortung. Klar, ich habe letztens mit jemandem diskutiert, hat gesagt, ja, bei den Geschwindigkeitslimiten auf den Autobahnen machen wir auch keine Empfehlungen, da gibt es knallharte Gesetze. Ja, vermutlich die Tempolimiten sind das einzige Gebiet in der Schweiz, wo sie wirklich Zero Tolerance haben bei Gesetzesüberschreitungen, möglicherweise bei der Maskenverletzung auch. Bei anderen Strafdelikten schauen ja unsere Behörden zum Teil, vor allem die Richter, nicht die Polizei, schauen sie dann etwas gnädiger hin, vor allem wenn es um mehrfach verurteilte Straftäter aus der Europäischen Union geht. Die können ja machen, was sie wollen, bis sie einmal aus der Schweiz ausgewiesen werden. Aber wehe, wehe, du hast im Tram keine Maske an, dann wirst du mitleidlos gebüßt. Oder wehe, du fährst auf einer autofreien Autobahn mitten in der Nacht einmal ein bisschen zu schnell und wirst dann von einem Blitzer ereilt, dann gibt es keinerlei mildernde Umstände. Also, das sind auch Realitäten in unserem Rechtsstaat. Aber zu Corona muss man einfach sagen, die Pandemie, also der Erreger, die Krankheit ist gefährlicher als die Grippe. Das wissen wir jetzt. Sie ist für bestimmte Gruppen etwa drei bis viermal tödlicher. Das klingt nach doch einigem, aber ist immer noch, ich meine, wir müssen uns da vor Augen führen, wir bewegen uns da immer noch im Tausendstelbereich jener Leute, die jetzt nicht zu den Risikogruppen gehören. Also wenn sie zwischen 0 und 70 sind, dann haben sie Risikogruppen inklusive ein sehr, sehr geringes Risiko im Falle einer Corona-Infektion zu sterben, aber dieses Risiko ist doch etwas höher als bei der Grippe. Aufpassen müssen Sie, wenn Sie zu den Risikogruppen gehören, da müssen Sie wirklich aufpassen, wenn Sie stark übergewichtig sind, wenn Sie Lungenprobleme haben, Kreislaufprobleme, Diabetes und eben wenn Sie dann wirklich langsam im fortgeschrittenen Alter sind, dann muss man aufpassen. Das kann man nicht einfach wegwischen, das ist eine Realität. Die Frage ist einfach, wie reagieren wir politisch darauf? Ich bin kein Verfechter der Lockdowns. Ich finde, der schweizerische Mittelweg, den wir im Moment an den Tag legen, Kompromiss, Flickenteppich-Variante, die ist mir sympathischer als diese zum Teil äußerst drakonischen Maßnahmen, die ich im Ausland beobachte und die auch nicht wirklich dazu führen, dass sie hier auf einen grünen Zweig kommen. Natürlich, wenn sie die Leute bei sich zu Hause einsperren, verhungern sie entweder oder sie stecken sich nicht an, aber wenn sie rausgehen, werden sie sich dann auch anstecken. Gute Nachricht ist, dass Impfstoffe im Anflug sind. Ich bin kein Impfgegner, meine Damen und Herren. Natürlich muss man diese Substanzen immer genau anschauen, selbstverständlich. Aber das ist wirklich eine gute Nachricht, dass wir hier einen Impfstoff haben, dass eben Leute, die wirklich ein Interesse laufen, dass die sich da impfen können. Und alle, die sich nicht impfen wollen, die müssen sich nicht impfen. Ich meine, das ist ihre eigene Entscheidung, die sie da treffen. Die Sie da treffen müssen. Aber das ist sicherlich eine positive Nachricht im Zusammenhang mit diesen Corona-Entwicklungen. Bundesanwaltschaft, da ist ein neuer Kandidat im Rennen. Wir haben berichtet über Olivier Giorno von der FDP aus Genf. Und jetzt kommt ein Andreas Müller offenbar auch noch in die Grenze. Er sei Gegenspieler von Ex-Bundesrat Christoph Blocher in der Sache mit den Atomplänen vom Vater und Sohn Tinner. Sie erinnern sich, Pakistan, da ging es um Atombaupläne, Akten, die dann auch vernichtet wurden. Müller wollte diese ganze Sache vor Gericht bringen, ist parteilos der Mann. Und die Akten wurden dann aber auf Antrag von Christoph Blocher im nationalen Interesse geschreddert. Das war ein Riesenskandal damals, ganz anders jetzt als bei Berse. Klar, jetzt werden wieder die Berse-Fans sagen, ju, das ist ganz was anderes, Atompläne. Ja, nein, wenn Sie als Bundesrat der Meinung sind, Sie können Ihren Beruf nicht mehr richtig ausüben, wenn irgendetwas aus Ihrem Privatleben bekannt wird, Entschuldigung, dann haben Sie einfach ein Problem. Das ist objektiv so, sage nicht ich, sagt die Bundesanwaltschaft. Und Herr Berse sagt das ebenfalls. Also, damals Tinner wurden die Akten von Blocher geschreddert. Müller brachte die Tinners dann doch noch vor Gericht, wo sie 2012 verurteilt wurden. Hingegen habe er den Fall der Industriespionage in der Ems Chemie, also er erscheint da wirklich etwas verwickelt zu sein in die Lebenswege der Blochers. Er habe den Fall der Industriespionage der Ems Chemie verschlammt. Da ging es auch um, glaube ich, Millionenbeträge, die da verhandelt wurden. Magdalena Martullo, die heutige Ems-Chefin, kritisierte die Anklage massiv.
Müller hat keine Führungserfahrung. Das ist also die Geschichte um die Nachfolge von Michael Lauber bei der Bundesanwaltschaft. Sie kennen auch da meine Meinung, die Bundesanwaltschaft ist eigentlich eine höchst fragwürdige Behörde, die immer wieder im Verlauf ihrer über 150, nicht ganz, ja, 150-jährigen Geschichte von Skandalen heimgesucht wurde. Dann eine bizarre Geschichte hier, die auf gestern angesetzte Bischofswahl eines Bischofs von Chur um die Nachfolge von Vitus Huonder ist gescheitert. Die Versammlung der 23 Domherren sollte aus einer römischen Dreierliste auswählen, aber offenbar hat die Administration des derzeit äußerst progressiven Papstes drei gemäßigte, sprich nicht konservative Kandidaten aufgestellt. Nach Ansicht der Mehrheit des Domkapitels sind sie zu wenig mit der römisch-katholischen Kirche verbunden, obwohl sie vom Papst nominiert wurden. Das finde ich super. Das finde ich mutig, dass hier das Bündner Domkapitel, das Churer Domkapitel sagt, Entschuldigung Papst, was Sie uns hier auftischen, ist nicht vereinbar mit der römisch-katholischen Kirche. Aber da muss jetzt niemand mehr kommen und sagen, die Katholiken seien obrigkeitsgläubig. Also so wie die sich gegen den Papst auflehnen, haben sie den Prix Courage verdient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das sage ich als Nicht-Katholik, das will ich hier unterstreichen. Mein Vater war zwar Katholik, ich bin Protestant, bin übrigens überzeugter Protestant und je länger ich mich damit auseinandersetze, auch theologisch, finde ich das hochinteressant. Meine Freunde sagen mir immer, betone das nicht zu sehr, dann verärgerst du die Katholiken unter deinen Zuschauern. Nein, überhaupt nicht. Habe auch großen Respekt vor den Katholiken und hier also ganz besonders, also toll, wie sie hier Widerstand leisten gegen die römisch-katholische Kirche, die gegen die Grundsätze der römisch-katholischen Kirche verstößt, in Person jetzt des Papstes, der hier offensichtlich seinen eigenen Katechismus nicht im Griff hat. Martin Grichting soll den Domherren vorgeschlagen haben, auf die Liste erst gar nicht einzutreten. Nein, diese Bündner, ich muss sagen, großartig. Man hat ja euch immer gesagt, ihr seid rebellische Leute, manchmal für uns Zürcher auch etwas unbequem, aber hier, wie diese Katholiken, wie diese Domherren aufstehen gegen den Papst, das verdient höchsten Respekt. Ich wünschte mir, der Bundesrat hätte die gleiche Courage gegen die Päpste aus Brüssel mit dieser Beherztheit in Erscheinung zu treten. Also wirklich, ich finde hier Prix Courage, Redaktion des Beobachters, ist für mich gebucht, die Domherren von Chur. Der progressive Flügel reagiert natürlich empört. Und jetzt, kirchenrechtlich, hochinteressant, jetzt kann Papst Franziskus befehlen, wer Bischof von Chur werden könnte. Das hat heute ein Kirchenrechtsexperte der Universität Fribourg am Schweizer Radio festgehalten. Ich wechsle in die USA. Joe Biden trifft interessante Personalentscheide um die Außenbeziehung, die angeblich havarierten Außenbeziehungen der Vereinigten Staaten mit der Welt zu kitten, hat Anthony Blinken als Außenminister designiert. Botschaft: Gräben sollen zugeschüttet werden, Vertrauenswürdigkeit und Vorhersehbarkeit der USA wiederhergestellt werden. Blinken ist eine zuverlässige Stütze des demokratischen Establishments, zum Teil auch in Paris aufgewachsen, Mitglied von Bidens Wahlkampfteam gegen unilaterale Lösungen. Und man sagt ihm nach, er werde auch die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen führen. Das Pariser Klimaabkommen, was ja in der Prioritätenliste der Amerikaner sehr, sehr weit unten rangiert. Viele finden das völlig ungerecht. Man lasse die Großverschmutzer Indien und China einfach laufen, während die Amerikaner da auf die Bremse treten müssten. Leuchtet den Amerikanern nicht ein. Auch werde Blinken die Priorisierung der Zwei-Staaten-Lösung in Nahost propagieren und entsprechend auch wieder Geld an die WHO zahlen. In diesem Zusammenhang auch interessant, Joe Biden beruft auch John Kerry in sein Team, und zwar als Klimabotschafter. John Kerry, der frühere Außenminister, auch mal Präsidentschaftskandidat, hat sich hervorgetan als ganz vehementer Prediger, Untergangsprediger des Klimawandels, hat das als eines der ganz großen Menschheitsprobleme hier immer wieder deklariert, auch den amerikanischen Noch-Präsidenten Trump heftig kritisiert in Sachen Klimawandel. Es komme da zu katastrophischen Entwicklungen, Millionen von Toten, ganz schlimm, die Erde verglüht und die Meeresspiegel werden dramatisch steigen. Das ist so die Botschaft von John Kerry. Jetzt ist interessant, Kerry hat sich soeben, wie man hört, aus den USA eine 12-
13 Millionen Dollar Anwesen in Martha's Vineyard direkt am Atlantischen Ozean gekauft. Also scheint doch der Klimaalarmist Kerry die Sache mit den steigenden Meeresspiegeln nicht ganz als so dramatisch zu empfinden. Außer er hat einfach 13 Millionen locker in der Portokasse und es ist ihm egal, wenn dieses Haus dann in ein paar Jahren überflutet wird. Also für mich ist das eine tröstliche Meldung, dass der Klimaalarmist Nummer 1 der USA, John Kerry, sich jetzt ein Haus direkt am Atlantischen Ozean gekauft hat. So schlimm, so schnell kann es also mit den Ozeanen noch nicht kommen. Also, meine Damen und Herren, warten Sie noch zu mit dem Kaufen von Sandsäcken, mit dem Aufschütten von Balustraden bei sich zu Hause, auch wenn Sie kein Anwesen an einem Meer haben oder an einem See. So schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. John Kerry wird ja schon wissen, warum er da sein Anwesen direkt am Ozean erworben hat. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu soll sich in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman getroffen haben. Auch US-Außenminister Mike Pompeo soll am Treffen dabei gewesen sein. Erste geheime Zusammenkunft auf höchster saudischer und israelischer Ebene. Das ist eine symbolisch ganz wichtige Handlung, die hier stattgefunden hat, und sie ist natürlich im Kontext zu sehen von Präsident Trumps sehr erfolgreicher aus meiner Sicht Nahostpolitik, die ja zu diesen verschiedenen Friedensabkommen geführt hat. Hier bildet sich eine Allianz zwischen Israeli und den arabischen Staaten gegen den Hauptfeind Iran. Und Iran, das ist jetzt wiederum interessant, die beiden Regierungen, der neue Außenminister Blinken, von denen wird erwartet, dass sie eben gegenüber dem Iran wieder die Hände ausstrecken und versuchen hier das Rad zurückzudrehen und wieder diesen unheilvollen Iran-Deal in Kraft zu setzen. Ich bin nicht sicher, ob sie das machen können. Aber das sind ganz interessante geopolitische Verschiebungen. Also die Biden-Administration scheint oder steht im Verdacht, so zu handeln, dass sie genau das Gegenteil macht, was jetzt eigentlich diese Bündnisentwicklungen im Nahen Osten selber beabsichtigen. Also dort bildet sich eine Anti-Iran-Front, natürlich unter starker Mitwirkung der Amerikaner. Wenn jetzt die Amerikaner plötzlich wieder auf den Iran zugehen, haben wir da eine etwas verfahrene Situation. Wir werden sehen, was da auf uns noch zukommt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit in dieser Sendung und freue mich natürlich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, unserer sachlich offenen, immer auch kritikbereiten und doch heiteren Betrachtung des Weltgeschehens, die wir hier vorzulegen versuchen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Schönen Tag.